Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem Gespräch über Corona in Afrika. Ein Gespräch, das organisiert wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute kann ich auf die Plakate gucken, das ist schön. Vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und von der Frankfurter Rundschau hier zu sehen. Ich bedanke mich, bevor wir hier loslegen, erstmal bei allen, die das möglich gemacht haben. Also klar, die Heinrich-Böll-Stiftung, aber auch die ganzen helfenden Hände, die dazu beigetragen haben, dass wir beide hier einfach sitzen können und entspannt plaudern. Die Techniker, die Sie nicht sehen, zum Beispiel, ein Herr Zwengel, der in Kassel sitzt und Ihre Fragen aufnehmen wird und uns dann hier auf den Monitor stellen wird. Ja. Also vielen Dank erstmal dafür und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und ich darf begrüßen Frau Antonia Witt von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Und als erstes interessiert mich, bevor wir zu Afrika selbst kommen, wie wird man denn Afrika-Expertin? Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Organisation der Veranstaltung. Das ist auf jeden Fall etwas Neues für mich in so einem Format. Ja, die leichteste Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich, indem ein anderer so nennen, wird man zur Afrika-Expertin. Das sage ich deswegen, weil ich einfach am Anfang nochmal betonen will, dass es natürlich etwas vermessen ist, über Afrika so zu reden. Und dann noch mit dem Zusatz eben der Expertise, dass es eben immer eine gewisse Anmaßung hat, diesen Begriff einfach so zu verwenden. Wir reden über 54 verschiedene Staaten, über 1,3 Milliarden Menschen, die 2000 verschiedene Sprachen sprechen. Dass darüber sozusagen Expertise für sich zu reklamieren, genau, ist schon etwas vermessen. Trotzdem ist es kein Zufall, dass ich hier bin. Und wurde eben aus einem gewissen Grund dazu eingeladen, zu diesem Thema zu sprechen. Das liegt daran, dass ich mich tatsächlich in den letzten 10 bis 15 Jahren eben wissenschaftlich mit vor allen Dingen politischen Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent beschäftigt habe. Dazu gekommen bin ich, weil ich in Leipzig Politikwissenschaft und Afrikanistik studiert habe. Das war sozusagen der Grundstein. Dann habe ich zunächst ausgesetzt sozusagen aus der Wissenschaft und ein Jahr für die Europäische Union, für die Delegation der Europäischen Union zur Afrikanischen Union in Addis Abeba in Äthiopien gearbeitet. Also auch praktische Erfahrungen sozusagen gesammelt. Genau, und habe dann promoviert und bin jetzt seit 2016 eben Wissenschaftlerin an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. In meiner Forschung bin ich tatsächlich mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern und Teilen dieses Kontinents in Berührung gekommen. Ich habe in Tansania und in Äthiopien eben geforscht, also in Ostafrika. Ich habe für meine Doktorarbeit in Madagaskar geforscht und in anderen Ländern des südlichen Afrikas, in Südafrika, in Botswana. Und aktuell leite ich ein Forschungsprojekt, in dem wir in Burkina Faso und in Gambia arbeiten, also in Westafrika, sodass ich zumindest sagen in verschiedenen Teilen des Kontinents mich auch aufgehalten habe und eben Erfahrungen sammeln durfte. Gleichzeitig glaube ich, ist dieses Label Afrika für meine Forschung auch deswegen wichtig, weil ich mich besonders mit afrikanischen Regionalorganisationen beschäftige, also zum Beispiel eben der Afrikanischen Union. Das ist so sagen das Pendant der EU für Afrika. Und für diese Organisationen ist die Idee eines Afrika, nämlich eines einheitlichen Afrika, ja extrem wichtig. Sie ist sozusagen die Repräsentation dieses Kontinents, eben dieser Einheitlichkeit, ohne zu beanspruchen, dass es sozusagen gleich wäre alles. Von daher, genau, macht es tatsächlich sozusagen Sinn, da vielleicht über Afrika-Expertise zu sprechen, weil ich mich damit beschäftige, wie eigentlich, wie diese Organisation damit umgeht, für diesen Kontinent zu sprechen, international und eben für die Integration des Kontinents zu sorgen. Genau. Gab es denn ein bestimmtes Ereignis, warum Sie dann zu Beginn Ihres Studiums zu Afrika gekommen sind, oder? Das war, ich würde im Nachhinein sagen, so etwas wie
eine Verbindung aus Intuition und Naivität. Ich wollte Politikwissenschaft mit einem regionalen Schwerpunkt studieren, weil ich mich für entwicklungspolitische Themen interessiert habe. Und genau, in Leipzig gab es eben damals als fast einzigen Standort in Deutschland die Afrikanistik mit einem politikwissenschaftlichen Schwerpunkt. Ja, und so bin ich tatsächlich durch Zufall sozusagen dazu gekommen und bis heute sehr dankbar für diese Kombination aus Naivität und Intuition. Die hat sich, glaube ich, für mich ganz gut ausgezahlt. Gut, dann wollen wir vielleicht mal uns langsam dem Thema widmen. Sie haben es ja schon gesagt, 54 Staaten, 1,3 Milliarden Menschen, die genauso wie alle anderen Staaten auch versucht haben oder tatsächlich geschafft haben, irgendwie mit der Corona-Krise umzugehen. Man findet, glaube ich, fast alle Verhaltensmuster, die man als positiv oder auch negativ bezeichnen kann. Wenn man die ersten Monate der Krise grob zusammenfasst, dann gibt es, glaube ich, was Afrika belangt, zwei grobe Unterschiede. Die einen gucken oder schauen eher pessimistischer auf den Kontinent, die anderen jetzt nicht freudestrahlend und jubelnd, aber doch eher positiv. Ich will das vielleicht mit zwei kurzen Textpassagen untermauern. Ich habe hier eine größere Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die im Anfang April rausgekommen ist. Entschuldigung. Und da heißt es gleich im ersten Absatz des Vorworts: Zwar ist das Ausmaß der Betroffenheit durch das Coronavirus in Subsahara-Afrika noch nicht absehbar, doch es gibt kaum Zweifel, dass eine ungehinderte Ausbreitung des Virus die Region in ihrer Entwicklung drastisch zurückwerfen droht. Die Folgen lassen sich ausmalen. Neben einem Zusammenbruch der ohnehin schwachen Gesundheits- und Sozialsysteme könnten die negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften nicht nur soziale Unruhen entfachen, sondern zur weiteren Verschärfung bestehender sowie zur Entstehung neuer Konflikte in der Region beitragen. Jetzt müsste man das ein bisschen erläutern, was vielleicht bisher sozusagen geschah. Ich habe es ja schon gesagt, man findet eigentlich alles. Man findet Flüchtlingslager, die vielleicht nicht ganz so schlimme Verhältnisse haben wie die auf den griechischen Inseln, aber schon schlechte Bedingungen haben, wo man auch den Abstand nicht wahren kann, wo die hygienischen Bedingungen sicherlich, ich weiß nicht, ob man das richtig formulieren soll, schlecht sind, jedenfalls gemessen an unseren Standards. Man findet aber auch Länder wie Tunesien, die relativ zügig am Anfang reagiert haben. Und ich habe heute mit meinem Kollegen Martin Gehlen gesprochen, der in Tunesien ist, die auch die Pandemie mehr oder weniger im Griff haben und jetzt öffnen, auch für den Tourismus, und jetzt die große Sorge umgeht, dass durch den Tourismus die Krise oder die Krankheit in Anführungsstrichen eingeschleppt wird. Um vielleicht wenigstens trotzdem ein bisschen auch zusammenzufassen unter dem Stichwort, was bisher geschah, möchte ich gerne vorlesen, was unser anderer Afrika-Korrespondent Johannes Dieterich geschrieben hat. Allerdings Anfang Juni, also Anfang des jetzigen Monats, deutlich später also als die Studie der Adenauer-Stiftung. Da hat er in dem Leitartikel geschrieben: Einige afrikanische Staatschefs verspielten das Vertrauen der Bevölkerung gleich zu Beginn der Pandemie, wie Tansanias Präsident John Magufuli, der den Kampf gegen das Virus dem Allmächtigen überließ. Gott wird uns beschützen. So blockte der Präsident fast alle von der WHO empfohlenen Maßnahmen ab. Andere Staatschefs nahmen die Pandemie zum Anlass, ihre Macht zu zementieren. Sie verschoben Wahlen oder ließen diese unter Notstandsgesetzen abhalten, je nachdem, was ihnen hilfreicher zu sein versprach. Sie sehen, man kann sagen, es gibt einen eher pessimistischen Blick, wenn ich das, was Sie über Afrika geschrieben haben, mir durchlese, dann ist es deutlich optimistischer. Warum?
Sie haben ja jetzt in den beiden sehr unterschiedlichen Statements sagen, zur Einschätzung der Situation, die tatsächlich immer aus unterschiedlichen Zeiten kommen, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, habe ich schon so ein ganzes Tableau an Themen angeschnitten, die wir vielleicht dann nochmal vertiefen können. Es gab tatsächlich schon sehr, sehr früh, also zu der Zeit, als sagen, die Krise uns hier bewusst geworden ist, konnte man beobachten, dass es relativ viele Artikel in den Medien, nicht nur in der deutschen Presse, sondern tatsächlich international in westlichen Medien gab, die eben dieses Drohszenario für Afrika entworfen haben, ähnlich eben wie das in dem von Ihnen als erstes vorgelesenen Beitrag so skizziert wurde, in dem die drohende Katastrophe sehr klar für alle Facetten des irgendwie sozialen, politischen, ökonomischen Lebens gezeigt wurde und Afrika tatsächlich eben auch so pauschal darüber gesprochen wurde, Afrikanerinnen und Afrikaner letztendlich als diesem Virus hilflos ausgesetzte Opfer dargestellt wurden. Und das war dann meistens noch der zweite Teil sozusagen dieser Geschichte, eben darauf angewiesen sind, dass dann jetzt internationale Hilfe kommen muss, die sie aus dieser schlimmen Situation rettet. Das war so das Narrativ. Vielleicht kann ich es nochmal kurz etwas sozusagen wissenschaftlich einbetten. Der Medizinhistoriker Charles Rosenberg hat festgestellt, hat sich mit historischen Pandemien beschäftigt, und hat festgestellt, dass Pandemien immer oder die Erzählung sozusagen über Pandemien immer einen dramatischen Charakter haben. Also es gibt sozusagen immer Gesellschaften, erfinden Erzählungen über Pandemien, die eben einem bestimmten Muster einer Dramaturgie folgen. Und so war das eben hier jetzt mit Corona auch, dass dieses Bild von Afrika, dem verlorenen Kontinent, der sagen schutzlos diesem Virus ausgesetzt ist, das war ein ganz wichtiger Bestandteil sagen, dieses kollektiven Narrativs über die Pandemie. Das ist ein Teil, das war irgendwie eben sehr, sehr früh schon, aber sehr, sehr präsent. Das Wichtige darin ist eben, sind sozusagen diese zwei Elemente, einmal diese so sehr, sehr betonte Dramatik der Situation und gleichzeitig das Absprechen von Handlungsmacht für Afrikanerinnen und Afrikaner, also eben diese Darstellung als passive Opfer. Das sind sozusagen diese zwei Wesensmerkmale dieser Geschichte, dieser einen Geschichte. Darf ich da ganz kurz nachfragen? Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich habe auch zu denen gehört, die ein bisschen düster und zwar nicht nur auf Afrika geschaut haben, nämlich ich habe befürchtet, dass vor allem die sogenannten nicht entwickelten, nicht so stark entwickelten Länder mit nicht so starken oder guten Gesundheitssystemen eben erheblich dramatischere Erscheinungsweise der Krankheit haben werden. Und das kann man jetzt, ohne dass ich jetzt alle Positionen, die Sie vielleicht auch sicherlich auch zu Recht kritisieren, beschützen will. Aber man kann das ja in Brasilien sehen. Da wird man sicherlich sagen, ist auch eine falsche Politik, dass da so viele Menschen krank sind und auch sehr viele Menschen sterben. Aber es ist nun mal in vielen nicht ganz so entwickelten Staaten eben so, wie es ist. Die haben nicht so viele Ressourcen. Und wir haben auch in Deutschland festgestellt, diejenigen mit weniger Ressourcen kommen nicht so gut zurecht. Das würde ich an der Stelle gerne nochmal nachfragen. Sind Sie dann eher bereit, das in Ordnung zu finden oder finden Sie das immer noch nicht so die richtige Sichtweise? In Ordnung zu finden, die drohende Katastrophe genau. Ich gebe Ihnen absolut recht und das wäre sagen, noch der zweite Teil, den ich zu diesem Narrativ oder zu dieser Erzählung sagen, über die Pandemie hinzugefügt hätte. Es ist absolut so, dass man das bei uns sieht, aber auch global natürlich, dass die Auswirkungen sehr unterschiedlich sind und dass die sehr stark natürlich von den kontextuellen Gegebenheiten abhängen und dazu zählt für die meisten afrikanischen Staaten und Gesellschaften Gesundheitssysteme, von denen man absolut davon ausgehen kann, dass sie eine Fallzahl, wie sie in Europa oder eben auch aktuell in den USA zu sehen ist oder jetzt eben in Süd- und Mittelamerika,
dass sie das nicht packen würden. An dieser Geschichte fehlt sozusagen ein ganz entscheidender Punkt, und das ist die sehr, sehr frühe Verantwortungsübernahme, die afrikanische Regierungen gezeigt haben, weil sie eben genau dieses Szenario kennen, weil sie wussten, dass sie sehr schwache Gesundheitssysteme haben, dass ihre Ökonomien extrem anfällig dafür sind, dass sie jetzt aus der globalen Wirtschaft rausfallen oder eben negativ davon betroffen sind, dass sich wirtschaftliche Entwicklung in der industrialisierten Welt so ergeben haben. Weil sie das wussten, haben die meisten afrikanischen Länder kollektiv, aber auch einzeln sehr, sehr früh reagiert, und zwar noch bevor überhaupt, also in vielen Fällen noch bevor überhaupt Fallzahlen in ihren eigenen Ländern aufgetreten sind. Das ist eine wichtige Begründung dafür, warum wir bisher nicht diese dramatischen, zumindest gesundheitlichen Entwicklungen gesehen haben. Über die ökonomischen und auch politischen Konsequenzen sollten wir noch sprechen. Und da kommt auch einiges in die Richtung, wie Sie es eingangs eben berichtet haben. Das ist aber nicht durch die tatsächlich gravierende Gesundheitskrise vor Ort begründet, sondern eben einfach durch vor allen Dingen eben auch die sehr, sehr marginalisierte Position, die viele afrikanische Staaten im internationalen Wirtschaftssystem haben. Das bringt mich zu dem Punkt, dass ich deswegen es auch schwierig finde, diesen Gegendiskurs sozusagen einzuschlagen. Also das Gegennarrativ zu dem drohenden Desaster wäre eben das rosa Zeichnen von afrikanischen Innovationen als Reaktion auf die Krise. Auch darüber können wir ja gerne noch reden, was es da tatsächlich eben für Beispiele gibt. Auch das sagen, ist eine einseitige Darstellung. Auch das spiegelt nicht wider, wo wir aktuell stehen, nämlich dass man, wenn man die Fallzahlen sich anschaut, durchaus eben in den letzten Wochen eine dramatische Zunahme, wenn auch beschränkt eben auf ganz bestimmte Länder sehen kann. Vor allem Südafrika und Ägypten. Genau, also wir sehen, genau, vielleicht kann ich das sagen noch mal kurz aufholen. Aktuell ist es tatsächlich so, es gab ja lange sagen ein sehr, sehr langsames Wachstum der Fallzahlen und auch der Todeszahlen, ganz entgegen eben dieser ursprünglichen Vorstellung. Was wir aktuell sehen, ist immer noch Zahlen, die weit unter dem globalen Durchschnitt sind und sagen nicht entsprechend, was afrikanische Bevölkerung weltweit ausmacht. Wir reden aktuell also die technische Institution der Afrikanischen Union, die für die Bearbeitung dieser Krise zuständig ist, hat diese Woche wieder die neueren Zahlen veröffentlicht. Wir reden aktuell über etwa 306.000 Infizierte, kumuliert, also sozusagen nicht aktuell Infizierte, und etwas mehr als 8.000 Tote. Das ist, wenn man das sagen, an den globalen Zahlen sieht, sind es etwa 3,5% der global Infizierten und etwa 1,8% der global an Covid-19 Verstorbenen. Das ist bei einer Bevölkerung eben von 16% der Weltbevölkerung, sind das immer noch relativ niedrige Zahlen. Gleichzeitig sieht man, dass das exponentielle Wachstum deutlich zugenommen hat. Also die ersten 100.000 Infizierten haben 98 Tage gebraucht. Die nächsten 100.000, also auf 200.000, ist es dann nach wiederum 18 Tagen angestiegen. Und aktuell eben die 300.000-Marke ist nach wiederum 10 Tagen erreicht worden. Das heißt also, da sehen wir tatsächlich eben ein jetzt sehr, sehr beschleunigtes Wachstum. Allerdings, das ist der dritte Punkt zu den aktuellen Zahlen, ist es sehr stark auf einzelne Länder beschränkt. 60% der aktuellen Fallzahlen betreffen sagen, 5 Staaten. Das sind Südafrika, Ägypten und aktuell eben Nigeria, Ghana und Kamerun. Was wir da sehen, ist auch insgesamt zu Vergleich Anfang März zum Beispiel eine Verschiebung hin zu den Staaten im subsaharischen Afrika. Anfang März waren noch die nordafrikanischen Staaten eben die
sagen, am meisten Betroffenen. Und aktuell sehen wir eben in Ländern wie Ghana oder Kamerun, dass die Zahlen extrem steigen. Also das sind sozusagen, das ist das, was wir aktuell haben, das wissen wir. Wir können uns auch noch über die Politik dieser Zahlen unterhalten, darüber unterhalten wir uns bei uns ja auch über die Frage eben von Verlässlichkeit etc. Fakt ist, dass die Situation aktuell eben so ist, dass es gut sein kann, dass es in manchen Ländern tatsächlich eben dramatische Folgen hat. Auf der anderen Seite sehen wir aber immer noch Länder, die Fallzahlen von unter 100 haben, sodass es insgesamt, glaube ich, einfach ratsam ist, das, was der Chef des Africa CDC, also dieser Spezialinstitution der Afrikanischen Union, letzte Woche in einem Artikel in Nature Medicine geschrieben hat, dass es aktuell immer noch ratsam ist, einfach wachsam und sozusagen besorgt zu sein über die Situation, aber eben auch realistisch einzuschätzen, welche Mittel zur Verfügung stehen und wie möglichst schnell überhaupt verhindert werden kann, dass es in allen Ländern oder eben in dem Großteil der Länder diese dramatischen Zahlen gibt. Und das sozusagen nochmal eben als Schwenk, das war eben die Logik, mit der viele afrikanischen Regierungen schon sehr, sehr früh reagiert haben, gar nicht erst zu dem Punkt zu kommen, wo wir irgendwie flatten the curve machen müssen, sondern bevor irgendwie the curve überhaupt auftaucht, die Fallzahlen direkt so gering zu halten, dass man gar nicht erst in dieses dramatische Szenario kommt. Und das war bisher für viele Länder eine offensichtlich effektive Strategie. Gleichzeitig ist auch klar, dass in vielen Ländern diese drastischen Maßnahmen erhebliche soziale, ökonomische Konsequenzen mit sich gebracht haben und deswegen sehr, sehr viele Regierungen, das hatten Sie auch erwähnt, eben jetzt im Zugzwang sind, die Maßnahmen einfach zurückzufahren und jetzt wieder zu öffnen. Und das kann sehr, sehr unterschiedliche, kann auch dramatische Konsequenzen haben. Ich glaube, wir können ersten Zwischenstand, die bis jetzt sind jedenfalls die düsteren Vorahnungen haben sich nicht bewahrheitet. Wenn man sich jetzt erstmal auf die Fallzahlen beschränkt, und da kann man sicherlich noch, müsste man vielleicht anmerken, dass es sicherlich auch Regionen gibt, wie zum Beispiel die schon angesprochenen Flüchtlingslager, wo gar nicht wirklich untersucht wird. Da gibt es keine Untersuchungskits, wie es so schön heißt. Man weiß also gar nicht, wie viele da wirklich erkrankt sind oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man einfach an der Stelle mal feststellen, es ist nicht so schlimm gekommen, wie vielleicht viele befürchtet haben. Und Afrika ist jedenfalls nicht, verglichen jetzt mit anderen Erdteilen, der Hotspot für Corona geworden. Und es beschränkt sich eben auf bestimmte Regionen. Bevor wir jetzt zur Rolle der AU kommen, die Sie ja besonders gelobt haben in Ihrem Text, wollte ich nochmal an Sie mich richten, an den Bildschirm sozusagen. Sie haben sicherlich oder womöglich Fragen, während wir hier reden. Dann habe ich das vorhin so ein bisschen nebenbei gesagt, das möchte ich nochmal ausführlicher erklären. Sie können gerne Ihre Fragen via Chat oder wie das auch immer dann bei Ihrem Schirm funktioniert, dem Kollegen Herrn Zwengel schreiben und der wird das zusammenfassen und Sie können das gerne machen, so bis 20 Uhr und wir werden dann irgendwann damit anfangen, diese Fragen zu beantworten. So, jetzt zurück zu Ihnen, Frau Witt. Ich hatte ja schon kurz bevor ich hier so eine kleine Werbepause gemacht habe, gesagt, Sie haben die Rolle der Afrikanischen Union, also vergleichbar, vielleicht nicht 1:1, aber doch vergleichbar der Europäischen Union, geschrieben, dass die AU sich sehr vorbildlich verhalten habe und das auch dazu beigetragen hat, dass der Verlauf der Krankheit in Afrika so ist, wie er ist. Was hat denn die AU gemacht? Die AU hat, muss man zunächst sagen, bisher sich noch nicht enorm in dem Gesundheitsbereich sozusagen hervorgetan, also die wichtigen politischen Felder eigentlich, in denen die Afrikanische Union aktiv ist, sind vor allen Dingen Frieden und Sicherheit und ökonomische Integration, vor allen Dingen aber eben Frieden und Sicherheit. Das heißt, die
drohende Corona-Krise war auch in gewisser Weise für die Afrikanische Union Neuland. Wobei, das hatte ich vorhin vielleicht nicht besonders betont, dürfen wir, wenn wir über die Reaktionen afrikanischer Regierungen und eben auch Regierungsorganisationen wie die Afrikanische Union sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch einfach schon einen großen Erfahrungsschatz in der Bearbeitung und zwar erfolgreichen Bearbeitung von Pandemien gibt, seit der, vor allen Dingen eben seit der Ebola-Krise in Westafrika, die dann ja aber auch ins zentrale Afrika sich weiter verbreitet hat. Und aus diesen Erfahrungen heraus ist eine Institution entstanden auf kontinentaler Ebene, die ich vorhin schon erwähnt hatte, das Africa CDC, Africa Centers for Disease Control and Prevention auf Englisch, also das eine technische Institution, die sich der Eindämmung und der Prävention von Pandemien und anderen pandemischen Krankheiten, die dazu verpflichtet ist. Die gibt es tatsächlich erst seit 2017, also eine, als die Corona-Krise sozusagen am Horizont war, immer noch sehr, sehr junge Institution, die zwar aus den Erfahrungen der Ebola-Krise entstanden ist, aber sozusagen da noch nicht wirklich aktiv war. Die sehr, sehr früh, und zwar schon mit Beginn Januar diesen Jahres, also wo, glaube ich, in Europa sehr, sehr viele noch, wenn überhaupt, gedacht haben, das wäre ein Virus, der sich jetzt in China ausbreitet und vielleicht sogar nicht in Gesamtchina, sondern eben nur in einer bestimmten Region, hat dieses Center Africa CDC und die Afrikanische Union sehr, sehr schnell eben begonnen, Mitgliedstaaten zusammenzuführen und eine gemeinsame Strategie zur kollektiven Reaktionen auf diese mögliche Krise und ihre eben verschiedenen ökonomischen, sozialen, politischen Auswirkungen zu entwickeln. Insgesamt kann man sagen, so fünf verschiedene Bereiche festmachen, in denen seitdem die Afrikanische Union eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das eine ist eben tatsächlich einfach in der Koalition von Mitgliedstaaten, also in dem Bereitstellen eines Forums, in dem Mitgliedstaaten gemeinsam Strategien austauschen können und sich tatsächlich auch auf eine gemeinsame Strategie einigen. Und das haben sie gemacht. Auch das eben schon Mitte Februar, also wenn wir nochmal zurückgehen, 14. Februar war der erste bestätigte Corona-Fall in Ägypten. Eine Woche später haben sich die Minister, Finanzminister in dem Fall, Gesundheitsminister, der afrikanischen Staaten eben auf eine wirklich kontinentale gemeinsame Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise oder möglichen Corona-Krise geeinigt. Das ist und seitdem sagen, fungiert die Afrikanische Union einfach als Austauschforum für die Minister, sowohl eben Gesundheitsminister als auch zum Beispiel Finanzminister, weil eben die fiskalen Konsequenzen für die meisten Staaten enorm sind. Das wäre sozusagen das Erste. Dann ganz wichtig, die Bereitstellung von Expertise. Es gibt auf kontinentaler Ebene für verschiedenste Themenbereiche mittlerweile Arbeitsgruppen, in denen eben technisches Personal oder Expertinnen und Experten der Afrikanischen Union mit Mitgliedstaaten, also Personal der Mitgliedstaaten aus den Bürokratien gemeinsam Strategien wiederum erarbeitet. Also das sind, reicht eben von Themen, die Kommunikation, also öffentliche Kommunikation bis zu tatsächlich medizinischen Fragen bearbeiten diese Arbeitsgruppen. Auch mit Unterstützung der WHO. Das muss man immer dazu sagen, dass es tatsächlich auch noch eingebettet ist sozusagen in ein internationales, multilaterales System. Genau, das ist der zweite Bereich, diese technische Expertise. Gleichzeitig bietet eben dieses Africa CDC laufend Fallzahlen und sozusagen eine Monitoring-Funktion für den Verlauf der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent, was übrigens nicht doppelt, was das WHO-Afrika-Büro macht, weil das interessanterweise eine andere Vorstellung von Afrika hat und einige afrikanische Staaten aus der WHO-Afrika-Region ausgeschlossen sind. Das heißt,
Deswegen kommt es auch häufig zu sehr unterschiedlichen Zahlen. Wenn die Afrikanische Union über Fallzahlen spricht, könnten das möglicherweise andere sein, als wenn die WHO über Afrika spricht, weil sie einfach ein anderes Afrika bearbeitet. Das nur so als Fußnote. Genau, also diese Bereitstellung von Expertise ist ein extrem wichtiger Punkt. Das Dritte ist die Bereitstellung von technischer Unterstützung. Und das ist, glaube ich, mittlerweile eben das Zentrale. Das heißt, die Afrikanische Union über das Africa CDC war und ist damit beauftragt, zum Beispiel eben Verteilung von medizinischem Equipment zu organisieren, die zum Teil eben über Spenden bereitgestellt werden. Das machen sie meistens eben in Zusammenarbeit mit afrikanischen Fluggesellschaften, dass die auf dem Kontinent gerecht verteilt werden. Ein ganz wesentlicher Teil ist, Sie hatten es vorhin angesprochen, die Situation der immer noch eben sehr, sehr mangelhaften Testkits, dass es tatsächlich einfach im Moment nur sehr, sehr wenige Tests gibt. Man geht ungefähr aktuell davon aus, dass es eine Testrate von einem 1/30 zu dem, was in Norditalien getestet wurde, gibt. Das heißt, da ist klar, das muss massiv ausgebaut werden und das macht dieses Africa CDC auch eben in Zusammenarbeit mit der WHO, die zu verteilen, überhaupt für die Akquise zuständig zu sein. Auch in dem Bereich der technischen Unterstützung ist was, was letzte Woche eingeführt wird, was ich persönlich ein extrem spannendes Projekt finde, was hoffentlich auch irgendwie noch über den afrikanischen Kontinent hinaus wahrgenommen wird. Das ist eine Plattform, das heißt Africa Medical Supplies Platform. Das ist eine Internetseite, man kann sie, also Sie an den Geräten zu Hause können das sowieso jetzt sofort aufrufen, wenn Sie möchten, über die Internetseite des Africa CDC. Das ist eine Plattform, die funktioniert letztendlich wie jede andere Online-Verkaufsplattform, ohne dass ich jetzt irgendwelche konkreten nennen möchte, auf der über die afrikanische Staaten jetzt in Zukunft medizinisches Material, also Schutzmasken, Testkits etc. Erwerben können. Das funktioniert so, dass es einen Pool gibt, über den große Mengen über das Africa CDC eingekauft werden können und dann die einzelnen Staaten das subventionierte Material über diese Plattform beziehen können. Und die Verteilung eben dieses Equipments gleich auch über das Africa CDC organisiert wird. Das hat also verschiedene Vorteile. Das bedeutet, dass in der Konsequenz die afrikanischen Staaten sich keine Konkurrenz machen auf einem Markt, der wir wissen, der aktuell irgendwie extrem schwierig ist, an dem die großen Player miteinander konkurrieren, das Material sowieso knapp ist und die Preise eben steigen, wodurch afrikanische Staaten in den meisten Fällen leer ausgehen würden, während wenn sie sich eben kollektiv zusammenschließen, sie viel größere Margen kaufen können und das dann intern eben verteilen können. Also das ist ein extrem spannendes und wichtiges, eine wichtige Innovation, die jetzt durch dieses Center tatsächlich ins Leben gerufen wurde. Der vierte Bereich, in dem das Africa CDC auch aktiv ist und glaube ich auch extrem wichtig, ist öffentliche Aufmerksamkeit und öffentliche Informationen herzustellen, also nicht nur Regierungen Expertise bereitzustellen, sondern tatsächlich auch dazu zu helfen, in afrikanischen Öffentlichkeiten für ein bestimmtes Verhalten zu werben, für die Gefahren, also über die Gefahren des Virus aufzuklären etc. Es gibt eine massive und, glaube ich, sehr erfolgreiche Social-Media-Strategie des Africa CDC. Die Figuren in der Leitung, der Direktor ist extrem sichtbar in Interviews in den sozialen Medien, aber auch in großen internationalen Zeitungen, darauf einfach Aufmerksamkeit zu lenken. Und der letzte Punkt ist genauso wichtig und das ist, dass die Afrikanische Union und in dem Fall jetzt nicht so sehr das Africa CDC, sondern die Afrikanische Union an sich, sehr zentral daran war, bisher internationale Gelder oder überhaupt Gelder für die Bearbeitung dieser Krise zu akquirieren. Und auch da konnte man sehen, dass es eine sehr, sehr frühe Besinnung darauf gab, dass es eine kollektive
afrikanische Antwort braucht, um der aktuell drohenden und dann ja auch tatsächlich sich einstellenden Rückbesinnung der führenden anderen Staaten dieser Welt, auch nationale Belange, um dem sozusagen entgegenzuwirken und einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Situation der afrikanischen Staaten zu lenken. Es wurde ein Fonds eingerichtet, der einerseits dazu dient, philanthropische Organisationen oder Individuen dazu zu bringen, für Maßnahmen eben zu spenden. Gleichzeitig aber tatsächlich der große Fokus auf die G20 war. Und da das Ziel eben ist, einmal für ein neues Schuldenregime zu werben, aber eben auch tatsächlich dazu zu werben, dass die aktuelle Krise in der westlichen Welt nicht dazu führt, dass Entwicklungsgelder massiv runtergefahren werden und sozusagen da eben noch zusätzlich negative ökonomische Konsequenzen sich daraus ergeben würden. Da können wir auch nachher vielleicht nochmal drüber sprechen, wie das mit den Schulden dann weitergegangen ist, aber dass das sehr, sehr früh auf die Agenda der G20 gebracht wurde und das ist dann tatsächlich eben am Anfang April schon auch diskutiert worden und die G20 hat ja auch eine Entscheidung getroffen, zumindest ein Aufschieben des Schuldendienstes bis Ende 2022 für die afrikanischen, also nicht für alle, aber für den Großteil der afrikanischen Staaten. Das ist tatsächlich ein großer Erfolg der Afrikanischen Union gewesen und ein Zeichen eben dafür, dass man sich sehr, sehr früh darauf besonnen hat, dass es keiner der afrikanischen Staaten alleine schaffen würde, weder mit der Gesundheitskrise umzugehen, noch eben mit den sich daraus ergebenden ökonomischen, sozialen, politischen Konsequenzen. Und dass es sozusagen ohne ein wirkliches Zusammenschließen nicht funktionieren würde. Das ist insofern enorm, weil es tatsächlich einen Erfolg getragen hat, aber eben auch, weil es, wenn man das global betrachtet, eine große Ausnahme war, weil es andernorts eigentlich in fast allen Teilen der Welt eben die gegenläufige Tendenz gab, eine Rückbesinnung eben auf nationalstaatliche Kontexte, eben die Schließung der Grenzen und sagen Abbau auch tatsächlich von dem Nutzen internationaler Institutionen. Wir sehen aktuell einen erneut auf flammenden Kampf um internationale Institutionen zwischen China und den USA um die WHO beziehungsweise ein Lähmen anderer Institutionen wie der Vereinten Nationen. Und in dieser sozusagen so in diesem globalen Szenario ist diese enorme Solidarität zwischen den afrikanischen Staaten und aber dann tatsächlich eben auch die große Verantwortungsübernahme und Breite sozusagen des Engagements ist tatsächlich bemerkenswert. Also offensichtlich deutlich besser als die EU das gemacht hat und die europäischen Staaten. Das ist ja breit diskutiert worden. Am Anfang hat man sich eher, also nicht nur die Grenzen geschlossen, sondern sich auch praktisch nicht geholfen. Das kam dann erst später und ich glaube, man kann aber zumindest sagen, dass die EU zwar spät, aber dann doch immerhin in die Gänge gekommen ist, was die gegenseitige Hilfe anbelangt. Wir haben bisher noch keine Fragen. Sie haben keine Fragen. Na, dann nehme ich das mal als Lob, dass wir alle Fragen schon beantwortet haben. Aber falls Sie doch Fragen haben, dann tippen Sie die in Ihre Geräte. So, das war der erneute Aufruf. Wir haben jetzt festgestellt, dass es in Afrika deutlich besser lief. Wir haben eine Reihe von Gründen genannt, warum es besser lief als befürchtet. Und auch, glaube ich, besser als auf anderen Kontinent. Ich habe jetzt vor allem natürlich Südamerika im Blick, wo es ja zumindest in Brasilien dramatischere Folgen gibt und auch in anderen Staaten. Ich würde jetzt gerne nochmal, das war ja schon zwei, dreimal angesprochen, nochmal auf sowas wie ökonomische Folgen und dann später im zweiten Schritt auch auf politische Folgen oder Umgang mit der Krise kommen. Jetzt haben wir festgestellt, dass es Staaten gibt, die wenig bis gar nicht betroffen sind.
nehmen wir jetzt mal Tunesien und oder Namibia, also noch nicht betroffen, hoffentlich nie von der Krankheit, also sehr wenige Menschen infiziert, glaube ich, sehr wenige gestorben oder gar nie, kaum jemand. Gleichzeitig kann man feststellen, dass zumindest Tunesien und auch Namibia, sicherlich auch andere Staaten, obwohl sie praktisch von der reinen Krankheit nicht betroffen sind, ökonomisch durchaus betroffen sind. Namibia und auch Tunesien sind ja, wie erwähnt, auch auf den Tourismus angewiesen oder ist eine große Einnahmequelle. Der blieb bisher aus. Ich weiß nicht, ob das inzwischen sich ein bisschen geändert hat. Da habe ich jetzt noch keine, habe ich nicht recherchiert. Aber man kann davon ausgehen, dass ähnlich wie in Europa die Tourismusbranche leidet. Kann man denn schon absehen und trauen Sie sich zu, das zu sagen, dass sich dort und wenn ja, wo, in welchen Regionen, dass die ökonomischen Folgen sich dramatischer niederschlagen werden als anderswo? Oder kann man das so nicht sagen? Also in der ganzen Frage sind ja so Szenarien immer heikel, das hatten wir ja schon zu Anfang besprochen. Jetzt würde ich mich arg aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt als Friedensforscherin auch noch ein ökonomisches Naja, Szenario entwickle. wenn der Aber ich, Tourismus ausbleibt, dann fehlen genau. die Einnahmen. Dann kann man davon ausgehen, wie in anderen Orten der Welt auch, dass Hotels vielleicht schließen müssen, nicht mehr aufgemacht werden. Ich weiß nicht, Restaurants etc. Das haben wir hier in Frankfurt. Das werden wir, nehme ich an, auch in, weiß jetzt nicht, irgendwo in Afrika haben. Also ich glaube, da. Namibia zum Beispiel. Nee, nee, das sollte nicht heißen, dass ich mich aus der Frage stehlen will. Nur einfach, um sagen, nochmal zu sagen, wie schwierig eben solche generellen Szenarien sind und die auch noch irgendwie konkret Unterschiede zwischen Land X oder Y. Generell ist es so, was für die gesamte Welt gilt, gilt auch für Afrika, dass die Prognosen der Ökonomen und Ökonomen aktuell sind, dass wir es hier mit einer massiven Rezession zu tun haben werden. Dazu muss man wissen, dass seit Beginn der 2000er Jahre für fast alle afrikanischen Staaten ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen war, was ja auch so zu so einer gewissen Euphorie insgesamt geführt hat. Und dass jetzt sein kann, dass das sozusagen das erste Jahr 2020 das erste Jahr ist, in dem eben dieses kontinuierliche Wachstum zurückgeht. Da sind die Prognosen sehr unterschiedlich. Die Weltbank hat die dramatischsten Zahlen tatsächlich von einem negativen Wachstum von durchschnittlich minus 5%. Das wären tatsächlich sehr, sehr dramatische Bilder. Die Ökonomische Kommission für Afrika hat etwas mildere Zahlen, aber trotzdem sind sich eigentlich alle einig, dass das Szenario für alle afrikanischen Länder sein wird. Warum ist das so? Und das hängt eben nicht nur mit dem Tourismus zusammen. Und dann kommt man sozusagen zu sehr unterschiedlichen Szenarien für unterschiedliche Länder, aber vor allen Dingen, und das glaube ich ist wichtig, für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Auch das ist ja was wir bei uns beobachten, dass wir vielleicht alle einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sind, aber wir haben sehr, sehr unterschiedliche Ressourcen, mit den Konsequenzen umzugehen. Und das gilt für die meisten afrikanischen Gesellschaften eben genauso. Und dass diese Unterschiede dann einfach irgendwie verstärkt werden könnten. Die Gründe, warum es sein kann, dass irgendwie sehr, sehr viele afrikanische Länder tatsächlich eigentlich gar keine Gesundheitskrise durchlaufen werden, aber eine massive ökonomische Krise liegt an der sagen, Integriertheit oder nicht afrikanischer Ökonomen in die globale Wirtschaft. Man sieht einen massiven Effekt vom Rückgang der Produktion in anderen Teilen, das ist in anderen Teilen der Welt. China natürlich ganz massiv. Das heißt, sobald dort die Industrien zurückgefahren werden, hat das Konsequenzen auf Exporte aus afrikanischen Ländern. Wir sehen derzeit einen Preisstand für Rohstoffe international, der auf dem Niveau der Mitte der 80er liegt, also enorm zurückgegangen ist. Das ist für alle erdölexportierenden Länder dramatisch, aber auch für Länder, die andere Rohstoffe exportieren. Die Maßnahmen, die afrikanische Länder getroffen haben, der
Vor allen Dingen eben die Schließung von Grenzen hat natürlich massive Auswirkungen auf den Tourismus. Das heißt nicht nur Schließungen von Grenzen in Europa und Reiseverbote und Reisewarnungen, die es gibt, sondern eben auch die eigenen Maßnahmen haben dazu geführt. Das wird sich hoffentlich also etwas aufheben in den nächsten Wochen und Monaten. Trotzdem ist für viele Länder natürlich die Frage, ob die Strukturen in der Zwischenzeit noch so aufrechterhalten werden, aufrechterhalten wurden, sodass es sowieso nicht davon auszugehen ist, dass sozusagen der Tourismus wieder auf dem gleichen Niveau ist. Tourismus ist für sehr, sehr viele Staaten eine enorme Einnahmequelle. Das wäre sozusagen alles auf dieser eher staatlichen Ebene. Für sehr, sehr viele Individuen, glaube ich, viel dramatischer ist der sehr wahrscheinliche Rückgang an Rücküberweisungen. Das ist also Geld, was Migrantinnen und Migranten zurück in ihre Heimatländer senden. Das können Migrantinnen und Migranten innerhalb des afrikanischen Kontinents, also in Nachbarländern sein, aber natürlich auch welche, die in Europa leben oder in anderen Teilen der Welt. Da geht man aktuell tatsächlich davon aus, dass die um etwa 23% zurückgehen. Dazu muss man wissen, dass mittlerweile diese Rücküberweisungen mehr, zum Teil für viele Länder, mehr ausmachen, als sie an Entwicklungsgeldern bekommen. Also es ist eine enorme Einnahmequelle und zwar eben eine, die nicht in staatliche Kassen geht, sondern direkt eben in die betroffenen Familien und Kontexte. Und das hat vermutlich massive Auswirkungen. Genau, daran kann man sozusagen so ein bisschen auch sehen, welche verschiedenen Staaten durch welche Maßnahmen und welche Entwicklungen global wieder aus dieser Falle sozusagen rauskommen würden, aber eben auch, wie unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen davon betroffen werden. Insgesamt, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist tatsächlich ein nach wie vor ungelöstes Problem, die massive Verschuldung, die schon vor, auch das ist sozusagen eine Krise, die schon davor bestand. Die meisten afrikanischen Staaten oder also in den letzten ein, zwei Jahren war der Durchschnitt der Schulden 60% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist das, was Ökonominnen und Ökonomen als die kritische Grenze sozusagen ansehen. Also da war man schon vor der Corona-Krise. Und jetzt geht es sozusagen aktuell darum, dass Staaten nicht nur die bereits jetzt eingetretenen negativen ökonomischen Konsequenzen ausgleichen müssen, also Konjunkturpakete anbieten müssen, überhaupt sagen so wohlfahrtsstaatliche Leistungen hochfahren müssen, um die Auswirkungen abzufedern, sondern dass es eben auch tatsächlich noch eine Investition in die Zukunft braucht und in die Gesundheitssysteme, um, falls es doch zu der tatsächlichen Gesundheitskrise kommen soll, die eben besser ausgestattet sind. Das heißt, das sind sozusagen zusätzliche wirtschaftliche Anforderungen, zusätzliche finanzielle Anforderungen in einer Situation, in der eigentlich die Einnahmen sinken. Die sagen, Unmöglichkeit kann man sich vorstellen. Und die einzige Möglichkeit ist, das sozusagen über neue Schulden zu finanzieren. Das ist extrem riskant und würde einfach afrikanische Staaten noch viel mehr in diese Schuldenfalle drücken. Aktuell war es so, also laut dieser Jubilee-Kampagne, die zur Entschuldung ja schon seit fast 20 Jahren, mehr als 20 Jahren aktiv ist, waren zu Beginn der Krise alleine 30 afrikanische Staaten mussten mehr in den Dienst von Schulden, also in die Bedienung von Schulden investieren, als in ihre eigenen Gesundheitssysteme. Und da kann man sich sagen, vorstellen, was das für Konsequenzen hat, wenn das eben noch ausgeweitet wird. Deswegen ist Entschuldung ein extrem wichtiges Thema, was angegangen werden muss, beziehungsweise die Umstrukturierung und wofür es dringend eben internationale Antworten braucht. Also wir stellen fest, auch in Afrika hat die Corona-Krise bestehende Krisen verschärft oder manche vielleicht nicht erst offengelegt, aber den Hinweis, also sozusagen den Scheinwerfer drauf gelenkt, so wie
in Deutschland zum Beispiel auf das Bildungswesen, das gewisse Schwächen hat, beziehungsweise die Ausstattung. Ganz aktuell heute ja der nationale Bildungsbericht. Dann würde ich jetzt gerne als nächstes nochmal so eher in den politischen Raum gehen. Mein Kollege hatte das ja, was ich hier vorgelesen hatte, schon geschrieben. Ich will es gerne nochmal ganz kurz zitieren. Für alle, die entweder es nicht mehr ganz erinnern oder vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Ich hatte vorgelesen, andere Staatschefs nahmen die Pandemie zum Anlass, ihre Macht zu zementieren. Sie verschoben Wahlen oder ließen diese unter Notstandsgesetzen abhalten, je nachdem, was ihnen hilfreicher zu sein versprach. Auch das ist ein Verhalten, das man durchaus auch in Europa entdecken konnte oder hinnehmen musste. Beispielsweise hat der ungarische Regierungschef Orbán die Krise dazu genutzt, mal eben das Parlament in die Pause zu schicken und sich damit so ein bisschen mehr Macht zuzuschustern. Wir wollen aber nicht zu sehr über Europa sprechen. Ich wollte nur deutlich machen, dass es woanders ähnliche Tendenzen gibt wie auch in Afrika. Wie sehen Sie das denn? Wird es denn auf der politischen Ebene, wird die Corona-Krise auf der politischen Ebene Afrika eher zurückwerfen, weil vielleicht der eine oder andere noch diktatorischer wird oder seine Macht zementiert, wie schon beschrieben? Oder ist es so, in Anführungszeichen wie immer, dass die Eliten halt versuchen, an der Macht zu bleiben und Demokratie an der einen oder anderen Stelle nicht so toll finden? Ja, also ich finde übrigens den Vergleich zu europäischen Ländern immer extrem wichtig, tatsächlich, um das in den Kontext zu setzen und sozusagen demokratische Rückschritte nicht nur woanders zu suchen, sondern auch bei uns. Und auch da nicht nur bei Ungarn, sondern vielleicht sogar etwas näher bei uns. Es ist tatsächlich so, dass das Bild oder dass es gute Gründe gibt, dieses von Ihrem Kollegen gezeichnete Bild auch wirklich für viele Länder zu sehen. Grundsätzlich auch da war sozusagen am Anfang der Krise die Vorstellung, dass natürlich vor allen Dingen der Protest gegen die eingeführten Restriktionen, also die Lockdowns, die Ausgangssperren und dann vor allen Dingen die ökonomischen Folgen, dass das eben zu einer großen Instabilität führt. Und es gab sozusagen auch dieses Szenario, dass das vielleicht Regierungen stürzen würde oder Demokratiebewegungen irgendwie befeuern würde. Das sehen wir jetzt bisher noch nicht. Was man tatsächlich sieht, sind zumindest besorgniserregende Konsequenzen für die demokratische Verfasstheit. Und das nimmt sehr unterschiedliche Formen an. Also auf der einen Seite stellt sich für sehr viele afrikanische Staaten, die in diesem Jahr Wahlen abhalten sollten, Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen, tatsächlich eben diese Frage, sollten diese Wahlen stattfinden oder nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, wo man auch sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen sieht und wo man, glaube ich, sehr gut erkennen kann, in welchen Ländern diese Krise tatsächlich zu einer Stärkung von demokratischen Institutionen beitragen kann und in anderen, in denen das eben nicht so ist. Es ist also grundsätzlich, wenn wir über Wahlen reden, nicht so, dass man einfach pauschal sagen kann, die müssten sozusagen abgesagt werden oder die müssten abgehalten werden. Das ist sehr, sehr von dem konkreten politischen Kontext eben abhängig, tatsächlich eben sehr stark von den Strategien und den Beweggründen der Regierung, aber eben auch von der Art und Weise, wie die nationalen oppositionellen Kräfte damit irgendwie umgehen, also entweder eben mit der Verschiebung oder mit dem Abhalten von Wahlen. Und da haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Monaten also das ganze Tableau sozusagen verschiedener Szenarien gesehen. Grundsätzlich muss man sagen, Wahlen führen dann eben zu demokratischeren Strukturen, wenn sie fair und frei abgehalten sind und wenn sie sozusagen eben von den wichtigen politischen Trägern mitgehalten wurden. Und dann daraus ergibt sich sozusagen die Frage, macht es dann in einem Kontext eben mehr Sinn, sie abzuhalten, weil man das garantieren kann oder eben nicht.
Wir sehen zum Beispiel, also um das ein bisschen konkreter zu machen, es wurden in einigen Ländern eben Wahlen abgehalten und dafür eben die Situation, also die Gesundheitssituation heruntergespielt. Das Beispiel war, oder was man da sehr gut nennen kann, ist eben Burundi, in dem eine Präsidentschaftswahl stattgefunden hat. Und das ganz klar war, dass sozusagen dass, diese Präsidentschaftswahl einfach durchgezogen werden musste und aufgrund dessen eben auch die, die sich tatsächlich zuspitzende Gesundheitslage einfach entdramatisiert wurde und sozusagen unter den Teppich gekehrt wurde. Das wird nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Vertrauen in die dann neue Regierung oder den neuen Präsidenten gestärkt wird. Auf der anderen Seite sehen wir Situationen, tatsächlich heute wird in Malawi zum Beispiel gewählt, wo das extrem wichtig war, diese Wahl wahrscheinlich jetzt stattfinden zu lassen, weil der Druck, der gesellschaftliche Druck auf diese, diese Wahl, das ist eine, wieder, also eine wiederholte Wahl, die 2019 stattgefunden hat, die dann annulliert wurde. Und das sozusagen, also dass es überhaupt so weit kommt, dass jetzt eine Neuwahl stattfindet, ist Ausdruck eines gestiegenen eben demokratischen Druckes aus der Gesellschaft. Und das sozusagen jetzt zu verschieben, wäre eben ein großer Rückschritt gewesen. Insofern sind diese beiden Beispiele zeigen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Einordnungen sozusagen von dem Abhalten von Wahlen geben kann und von den Konsequenzen, die man daraus erwarten kann für die demokratische Stabilisierung. Auf der anderen Seite gibt es Situationen wie aktuell in Äthiopien, wo entschieden wurde, die Wahl nicht stattfinden zu lassen, sondern sie eben in das nächste Jahr zu schieben, wo sich die Beobachterinnen und Beobachter aktuell nicht ganz einig sind, wie sie das sozusagen einschätzen sollen, also hinsichtlich der Konsequenzen für die Stabilität, aber vor allen Dingen eben auch für den demokratischen Charakter. In einer Situation, in der in Äthiopien eben sehr, sehr viele Kräfte sehr, sehr große Hoffnungen auf einen politischen Wandel gelegt haben, der sich jetzt für viele noch nicht so eingestellt hat und gleichzeitig eben der Druck auf den Premierminister sehr groß ist, diesen Wandel entweder selber umzusetzen oder eben durch freie Wahlen eben einer, also einer anderen sagen, Regierung die Möglichkeit zu geben. Und insofern sind sozusagen die Erwartungen an diese Wahlen einfach enorm und umso gefährlicher könnte es eben sein, die jetzt in der aktuellen Situation zu verschieben. Das heißt, also da sehen wir sozusagen noch nicht, da kann man nicht eindeutig sagen, welche Strategie, welche Konsequenzen für die Demokratie hat. Was man aber tatsächlich sagen kann, und das ist ja das, was Ihr Kollege beschrieben hat, ist, dass es sehr, sehr in vielen Ländern die aktuelle Situation und die, sozusagen die Möglichkeit für restriktive staatliche Maßnahmen ausgenutzt wird, um präsidiale Macht auszuweiten, um zivilgesellschaftliche Handlungsräume einzuschränken, um Medienfreiheiten einzuschränken um parlamentarische Arbeit oder überhaupt eben die Rolle des Parlaments langfristig tatsächlich eben auch einzuschränken. Insofern, das sehen wir, also sehen wir oder sah man eben in den letzten Wochen in verschiedenen Ländern. In Guinea zum Beispiel ist ganz zu Anfang der Krise noch ein Referendum abgehalten worden, eben auch in einem sehr, sehr umstrittenen Kontext, Referendum zur Amtszeitverlängerung des Präsidenten. Und seitdem regiert dieser Präsident per Notstandsgesetz. Diese Notstandsgesetze sehen wir aber eben in anderen Ländern auch, Togo zum Beispiel, in dem, wo der Präsident aktuell letztendlich per Dekret die Armee in sämtlichen Landesteilen für sämtliche Dinge einsetzen könnte. Wir haben in Sambia die Suspendierung des Parlaments gesehen. Auch das wird sehr, sehr langfristige Konsequenzen haben. Und in vielen Ländern berichten oppositionelle Kräfte, dass sie in ihrer Arbeit gehindert werden, weil die Begründung eben ist, dass sie sozusagen gegen die für die Eindämmung der Corona-Situation notwendigen Maßnahmen eben nicht beachten. Also weil sie doch Versammlungen abhalten oder weil sie die Situation irgendwie politisch ausnutzen würden. Es gibt auch in einigen Ländern neue Mediengesetze, die vorgeben, gegen Fake News zu sein. In Simbabwe hat das das Ausmaß, dass man
bis zu 20 Jahren Haft erwarten darf, wenn einem vorgeworfen wird, Fake News zu verbreiten. In Südafrika gibt es ein ähnliches Gesetz, da ist die Haftdauer wesentlich geringer, 6 Monate, aber trotzdem ist das sozusagen, sind diese Gesetze, haben das Potenzial, eben ausgenutzt zu werden für nicht demokratische Zwecke und eben restriktive Maßnahmen so auszuweiten, dass sie weit jenseits der Bearbeitung einer Gesundheitskrise eben genutzt werden, um demokratische Freiheiten einzuschränken. Viel massiver zeigt sich das in anderen Ländern, in denen man tatsächlich gesehen hat, dass staatliche Gewalt zugenommen hat. Also wir können vielleicht noch über die sagen, friedenspolitischen oder sicherheitspolitischen Konsequenzen reden, aber das ist so das, wo das eine sagen, in das andere übergeht. Dass tatsächlich sehr viel staatliche Gewalt dazu genutzt wurde, um Lockdowns umzusetzen. Es gibt furchtbare Szenen aus Kenia, aus Südafrika. In Nigeria sind bis Mitte April mehr Menschen an staatlicher Gewalt gestorben als an Corona. Das sind dramatische Konsequenzen, die tatsächlich eventuell sich auf nicht nur eben die Demokratie, sondern eben die Stabilität von Gesellschaften auswirken können, die weit eben über das hinausgehen, was möglicherweise die Gesundheitskrise tatsächlich ausmacht. Dann beschäftigen wir uns doch mal mit sowas wie der Sicherheit. Jetzt lese ich nochmal für alle, die es vielleicht schon wieder vergessen haben oder jetzt erst zugeschaltet haben, ein Statement vor aus der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da steht dann gleich im Vorwort, im ersten Absatz des Vorworts, dass es negative Entwicklungen geben werde in Afrika. Neben einem Zusammenbruch der ohnehin schwachen Gesundheits- und Sozialsysteme könnten die negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft nicht nur soziale Unruhen entfachen, sondern zur weiteren Verschärfung bestehender sowie Entstehung neuer Konflikte in der Region beitragen. Nun haben wir uns hier jetzt eine Weile damit beschäftigt, dass diese eher düsteren Prognosen auch Gründe haben, von uns sozusagen. Wir gucken da mit dem falschen, durch die falsche Brille. Noch, glaube ich, kann man nicht sagen, dass die Corona-Krise einen schwelenden Konflikt oder einen kriegerischen Konflikt befeuert hat. Aber vielleicht habe ich nicht alle Länder im Blick und nicht alle Krisen oder Konflikte. Kann man das so sagen oder kann man das nicht sagen? Also tatsächlich kann man aktuell sagen, auch hier wieder, jetzt ist das natürlich mehr mein Metier als die Ökonomie, aber auch hier bin ich grundsätzlich vorsichtig mit pauschalen Prognosen. Aktuell kann man tatsächlich sagen, dass man dieses Szenario noch nicht sieht, wenn man sich auf schon bestehende Konflikte konzentriert. Also was wir nicht sehen, ist ein grundsätzlich massiver Anstieg der Gewalt in schon bestehenden Konfliktsituationen. Das war ein Szenario, was man auch mit möglicherweise guten Gründen eben angenommen hat. Also dass vor allen Dingen die Rückbesinnung der Regierung auf andere Maßnahmen, der Rückzug internationaler Friedensarbeit, dazu kann ich gleich nochmal was sagen, dass all das eben diese Konflikte befeuern würde. Das sehen wir so nicht. Tatsächlich sieht man aber, dass es in einigen Fällen doch so eingetreten ist. Also wenn wir auf Libyen schauen zum Beispiel, sieht man, dass in den letzten Wochen und Monaten die Gewalt enorm zugenommen hat. Und das hat eben möglicherweise auch den Grund, weil sich andere Akteure eben rausgezogen haben, also vor allen Dingen auch die europäischen Staaten nicht das Augenmerk mehr auf die Situation hatten, was sie davor hatten. Das ist ein Beispiel. Auf der anderen Seite gab es den Aufruf des UN-Generalsekretärs zu einem globalen Waffenstillstand, den leider der UN-Sicherheitsrat nicht bestätigen konnte. Ich hatte vorhin auf die Lähmung multilateraler Institutionen hingewiesen. Das ist, glaube ich, das letzte dramatische Zeichen dafür, dass wir es hier tatsächlich mit einer massiven Krise und Lähmung zu tun haben. Es ist gescheitert eben an dem Konflikt zwischen China und USA darüber, ob in dieser Resolution eine Referenz zur positiven Arbeit der WHO gemacht werden sollte.
Mit diesem dann dennoch eben Aufruf des UN-Generalsekretärs ging eben auch die entgegengesetzte Erwartung einher, nämlich dass vielleicht das eben tatsächlich auch zu einer Befriedung oder temporären Beilegung oder so von Konflikten führen könnte. Tatsächlich haben wir das in manchen Fällen gesehen. Also es gab Gewaltakteure, die aufgrund der Situation erklärt haben, sich den Waffenstillstand anzuschließen. In Kamerun zum Beispiel, im Kongo auch. Allerdings sieht man in den beiden Fällen, also vor allem in Kamerun, hat man gesehen, dass die Regierung darauf nicht entsprechend reagiert hat und so eben der Waffenstillstand einseitig war und eigentlich dadurch eben genau, die Gewalt zumindest auf einer Seite eben befeuert wurde. Also was die aktuelle Konfliktlage bestehender Konflikte angeht, kann man weder das eine noch das andere Szenario für alle so pauschal bestätigen. Was man sehen kann, ist, dass vor allen Dingen auch Gewalt zwischen bestehenden nichtstaatlichen Gewaltakteuren zugenommen hat. Das heißt, dass ein Grund könnte eben sein, dass die aktuelle Situation da einfach Konkurrenzkämpfe befeuert und untereinander eben viel stärker um Vormachtstellungen gekämpft wird. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass das dafür die Zeit sozusagen noch zu kurz ist. Gewaltakteure sind gemeinhin träger, als wir das jetzt hier so mit diesen Szenarien annehmen. Das heißt, die Konsequenzen dafür werden wir wahrscheinlich tatsächlich erst in der Zukunft sehen. Was man sehen kann oder was man annehmen kann, ist, dass die aktuelle Situation eben schon jetzt und dann auch in den Konsequenzen massive Auswirkungen auf die internationale Friedensarbeit hat. Also von Mediation bis zu Schattendiplomatie bis eben hin zu Peacekeeping, das ist alles auf internationale Mobilität angewiesen, die aktuell enorm eingeschränkt ist. Das ist der eine Punkt, dass einfach keine diplomatische Praxis, so wie sie bisher stattgefunden hat, aktuell nicht stattfinden kann in der Situation. Gleichzeitig sieht man im Bereich des Peacekeeping, also der militärischen Friedensmission, sieht man, dass einige Missionen eben darauf angewiesen sind, ihre Arbeit tatsächlich zurückzufahren. Ein Beispiel wäre die UN-Mission in Mali, eine extrem zentrale Mission für das Land und für die Stabilität in der ganzen Region. Das zivile Personal musste abgezogen werden. Für das militärische Personal war es zum Teil schwierig, weil es Corona-Ausbrüche in den Camps gab und die dann sozusagen weder mit den malischen Sicherheitskräften noch eben alleine ihre Arbeit weiterführen konnten. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wo man eben sehr, sehr schnell gesehen hat, dass das sehr drastische Konsequenzen auf die Arbeit hat. Und dann kann man sich sagen, in Folge eben vorstellen, welche Konsequenzen das eventuell eben für den Konfliktverlauf und die Sicherheit eben in der Region haben wird. Gleichzeitig auch im Bereich Peacekeeping könnte man auch noch langfristig vermuten, dass es auch Auswirkungen auf das Budget gibt, weil einfach durch globale Rezession und vielleicht eben Hinwenden zu anderen aktuelleren Bedarfen es sein könnte, dass die finanzielle Bereitschaft der UN-Mitgliedstaaten, sich für Peacekeeping einzusetzen, eben sinken wird. Und auch das wird eben wiederum Konsequenzen haben. Also in dem Bereich sieht man irgendwie sehr, sehr viel mögliche Pfade sozusagen von negativen Konsequenzen. Ich versuche es trotzdem immer so ein bisschen ausbalanciert zu lassen. Und das ist natürlich irgendwie meine Rolle als Friedensforscherin. Eine positive Konsequenz daraus könnte tatsächlich sein, dass dieses Bewusstsein über die Abhängigkeit von internationaler Mobilität und die Praxis sozusagen von Friedensdiplomatie, dass das dazu führen könnte, dass man sich stärker darauf besinnt, wieder lokale Friedensakteure sozusagen zu stärken, die natürlich auch in der aktuellen Situation eingeschränkt arbeiten können, aber die trotzdem wesentlich unabhängiger arbeiten können, als das irgendwie die große internationale Friedensdiplomatie tut. Ich plädiere nicht dafür, das eine sozusagen durch das andere zu ersetzen, aber wenn wir, das haben Sie ja beim letzten Mal mit meinem Kollegen Stefan Kroll besprochen, dass Krisen irgendwie auch immer Motor für Innovation und irgendwie Umdenken sein könnten, das könnte in dem Bereich eben tatsächlich etwas sein, was sich positiv aus der aktuellen Situation ergibt. Im Bereich Frieden und Sicherheit
zählt dann, wenn wir über die Konsequenzen reden, eben nicht nur sich anzuschauen, was sagen wir, mit aktuell bestehenden, schon gewaltvollen Konflikten passiert, sondern eben auch, was es für neue Bedrohungen für den Frieden geben könnte. Und da würde ich hier eben das noch einmal betonen, was ich vorhin gesagt habe zu den demokratischen Entwicklungen in einigen Ländern, dass man das tatsächlich sieht. Vor allen Dingen in westafrikanischen Ländern haben wir gesehen, dass Proteste in den letzten Wochen und Monaten mit wesentlich größerer staatlicher Gewalt niedergeschlagen wurden. Und dass, wenn wir eben über die Entwicklung von Gewalt reden, eigentlich das neue Phänomen ist, also nicht die Zunahme von Gewalt in schon bestehenden Konflikten, sondern eben die staatliche Gewalt zur Repression von gesellschaftlichem Protest. Und dass das natürlich eine friedenspolitische Herausforderung ist und eine Bedrohung für den gesellschaftlichen Frieden, die für viele Staaten zentral sein könnte und eben Konfliktherde und Friedensbedrohungen von morgen produzieren kann, die wir heute noch gar nicht so auf dem Radar haben. Ich würde gerne jetzt nochmal Sie eine Frage stellen, die sich so ein bisschen von Afrika sozusagen entfernt. In Diskussionen wird immer auch die Frage gestellt, was können wir, was kann Deutschland oder was kann Europa tun, um Afrika zu helfen oder zu unterstützen, oder afrikanische Staaten, muss man natürlich präziser sagen. Wenn man das, was Sie jetzt die erste etwa Stunde gesagt hat, mal zusammenfasst, könnte man auch sagen, den afrikanischen Staaten muss man gar nicht helfen. Die sind sehr gut zurechtgekommen, über alle gesprochen jetzt mit dieser Corona-Krise. Gleichzeitig haben Sie gesagt, die Befürchtung gibt es, dass Entwicklungshilfe gekürzt wird. Auch von der Debatte habe ich jetzt hier in Deutschland noch nichts gehört, aber man kann sich ja leicht vorstellen, dass es in den, wie auch immer, reicheren Ländern durchaus ein Punkt erreicht werden könnte, wo man sagt, wir haben jetzt nichts mehr, weil wir brauchen jetzt alles selbst. Ob das berechtigt ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber man kann sich diesen Punkt ja vorstellen. Das wäre ein Punkt. Deshalb würde ich schon noch mal gerne auf die deutsche Entwicklungspolitik eingehen. Ich weiß, dass natürlich diese ganze Aspekt, wie kann man Afrika helfen, unterstützen, eigentlich einen eigenen Abend füllen könnte mit ganz vielen Aspekten. Und trotzdem möchte ich Sie fragen, bezogen jetzt auf die deutsche Entwicklungspolitik, die hat sich ja, oder der Entwicklungsminister Müller will sie ja dramatisch ändern oder neu aufstellen. Er will die Zahl der Staaten, die unterstützt werden, reduzieren von, glaube ich, 85 auf 60. Und außerdem die Zusammenarbeit auch nochmal stärker an konditionieren, sagt man, glaube ich, also an sowas wie Bedingungen knüpfen. Ist das der richtige Weg, auch in der Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten, oder ist das eher falsch? Müsste man das anders machen? Also ich glaube, wenn wir über die aktuelle Situation reden und eben über die Erwartung für die Zukunft, ist es wichtig, diesen engen Blick sozusagen auf entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten zu weiten und anzuerkennen, dass die Bundesregierung, genau wie die meisten anderen westlichen Staaten, eben ein ganzes Tableau an politischen Beziehungen zu afrikanischen Staaten hat, die alle gemeinsam wirken. Und das ist sozusagen deswegen zu kurz kommt, sich nur die entwicklungspolitische Komponente sagen, anzugucken und die irgendwie zu bewerten. Ich glaube, die aktuelle Situation zeigt ja einmal mehr eben die Verwobenheit von entwicklungspolitischen, friedenspolitischen, ökonomischen Fragen. Und dass es deswegen eben auch umso mehr darauf ankommt, da eine kohärente Politik anzubieten. Es stimmt, dass also die deutsche Entwicklungspolitik da in den letzten Jahren eben verschiedenste Maßnahmen unternommen hat, also struktureller Natur sich neu aufgestellt hat. Gleichzeitig ist im letzten Jahr auch sind die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung neu aufgezogen worden. 2014 war die vorherige Version, die, glaube ich, hier eben viel sinnvoller sozusagen jetzt zeigen kann, wie
die zukünftigen Beziehungen aussehen müssten. Also ich glaube, dass all das, was ich vorhin skizziert habe, eben darauf hindeutet, dass es in Zukunft eben notwendig ist, diese übergeordneten Prinzipien, die unter anderem eben in diesen afrikapolitischen Leitlinien festgehalten sind, tatsächlich auch effektiv umzusetzen. Zentrale Idee dieser Leitlinien war, und das glaube ich ist nach wie vor wichtig, das nicht nur auf dem Papier zu haben, ist die Partnerschaft auf Augenhöhe, das tatsächliche sich begegnen eben als gleichberechtigte Partner. Und afrikanische, in dem Fall eben Regierungen, unter anderem zum Beispiel ernst zu nehmen für die Verteidigung und den Aufbau multilateraler Institutionen. Und da eben in dem Fall zum Beispiel anzuerkennen, was afrikanische Regierungen innerhalb des Kontinents tatsächlich zur Verteidigung oder Förderung eben des Multilateralismus auch schon tun. Das ist ein Aspekt, also diese Grundlage der Partnerschaft und das eben nicht nur als rhetorische Hülse, sondern tatsächlich ausgefüllt, waren eine zentrale Idee und tatsächlich auch etwas Neues. Diese Leitlinien sind zum Teil auch zu Recht eben von verschiedenen Seiten auch kritisiert worden, aber das ist generell etwas, was tatsächlich neu war und selbst wenn es als rhetorische Hülse gemeint war, es steht auf dem Papier und jetzt gilt es, das irgendwie umzusetzen. In diesen Leitlinien stehen 5 Ziele und ich glaube, 4 von denen sind aktuell enorm wichtig. Das ist einmal der Fokus eben auf Frieden und Stabilität und dazu hatte ich gerade eben schon gesagt, dass da wird es vermutlich neue Herausforderungen geben. Die nachhaltige Entwicklung, wenn wir darüber reden, was Deutschland tun könnte, sehe ich einen extrem wichtigen Teil in dem internationalen Einsatz für eine Entschuldung oder ein neues Schuldenregime. Auch darüber können wir noch reden. Und das ist ein zentral für tatsächlich die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Die dritte Säule ist tatsächlich die Unterstützung einer gerechten globalen Ordnung. Und da reden wir eben über internationale Institutionen, die ohne die tatsächliche Zusammenarbeit von europäischen und afrikanischen Staaten gerade massiv abgebaut werden. Und das vierte ist die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Und das, glaube ich, ist unter eben dem Szenario, was ich eben gezeichnet habe, eines zunehmend engen Raumes für zivilgesellschaftliche Akteure in vielen Staaten, ist das extrem wichtig, sich darauf zu konzentrieren, massiven Abbau von Demokratie auch öffentlich an den Pranger zu stellen und zu verurteilen, auf europäischer Ebene, aber eben auch bilateral und gleichzeitig sich eben darum zu kümmern, welche gesellschaftlichen Kräfte unterstützt werden müssten und zwar massiver unterstützt werden müssten, um diesem demokratischen Abbau entgegenzuwirken. Das sind, glaube ich, also in dem Sinne, diese Leitlinien sagen, umzusetzen, würde sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte geben für all das, was wir bisher eben gesprochen haben, was sich so als mögliche Szenarien eben gerade abzeichnet. Ich würde jetzt auch nochmal ein Thema ansprechen, das auf den ersten Blick nicht so viel mit Afrika zu tun hat. Mich würde interessieren, wie Sie die Demonstrationen oder die antirassistischen Demonstrationen verfolgt haben, wie Sie was Sie dazu sagen, dass Denkmäler zum Teil zerstört wurden oder gestürzt wurden. In Belgien wurde das eine oder andere Denkmal des Königs abgebaut, um es mal so zu formulieren. In Großbritannien wurde das Denkmal von Winston Churchill oder ein Denkmal von Winston Churchill mit Farbe besprüht. Es geht um die Debatte über Kolonialismus und die letztlich mangelnde Aufarbeitung des Kolonialismus. Auch in Deutschland ist diese Debatte ja jetzt ein wenig in Gang gekommen. Sind Sie also froh, dass diese Debatte jetzt ein wenig in Gang kommt? Oder sind Sie traurig darüber, dass sie nicht intensiv genug geführt wird? Man könnte beides sein. Es schließt sich nicht aus.
Ich denke, es ist, man hat gesehen, dass sehr viele afrikanische Staatschefs sehr, sehr schnell auch darauf reagiert haben und unter anderem eben auch unter dem Mantel der Afrikanischen Union, dass es irgendwie schnell gemeinsame Statements gab, die versucht haben, sagen, das Momentum dieser Debatte auch global zu nutzen. Das kann sein, dass das noch nicht ausgereicht hat und dass wir da sagen, noch nicht da sind, dass es tatsächlich in der Breite debattiert wird, welche Nachwirkungen koloniale Strukturen, seien sie wirtschaftlicher Natur, seien sie gedanklicher Struktur, nach wie vor massiv die Lebensbedingungen von vielen Menschen auf diesem Planeten prägen und ihre Lebenschancen vor allen Dingen prägen. Und sich da eben für, also das sozusagen auszunutzen, um für ein Umdenken und ein Umhandeln sozusagen zu werben, das war die große Hoffnung. Ob das, wie sich das sozusagen weiterentwickelt, müssen wir gucken. Ich denke, um sagen, den Bogen zu unserer Debatte zu spannen über Corona in Afrika, sieht man einfach die nach wie vor starke Präsenz kolonialer oder postkolonialer Denkstrukturen und Hierarchien. Sie hatten mich zu Anfang gefragt, ob ich das denn gar nicht so sehen würde, dass afrikanische Staaten eben so schlechte Gesundheitssysteme haben etc. Ein Problem bei diesem positiven Narrativ über Innovation und Erfolge sozusagen aus Afrika ist eben, dass man möglicherweise die Chance verpasst, zu kritisieren, wie wir eigentlich in diese Situation gekommen sind. Das heißt, wie es eigentlich dazu kommt, dass afrikanische Staaten so schlechte Gesundheitssysteme hat. Und auch das ist eben eine Nachwirkung kolonialer Strukturen und sagen Stellungen in einem globalen Wirtschaftssystem, die es zu kritisieren und eben zu verändern gilt. Und ich glaube, deswegen ist es eben wichtig, tatsächlich auch darüber zu reden, über die Schwächen dieser Strukturen, nicht um Afrikanerinnen und Afrikaner zu passiven Opfern zu machen, sondern um einfach anzuklagen, dass sie also aus einer historischen Bedingtheit eben in dieser Situation sind. Das ist das eine. Und das andere, glaube ich, sieht man, könnte man jetzt diese Debatte nutzen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir Anfang März 2020 diese Drohszenarien, diese Katastrophenbilder von Corona in Afrika so selbstverständlich angenommen haben. Also wie das eigentlich zustande kommt, dass es in unseren Medien und sonst im öffentlichen Diskurs eben so ein anerkanntes Bild ist, dass es einerseits für uns selber unvorstellbar schien, dass uns diese Katastrophe so trifft und gleichzeitig unausweichlich erschien, dass es andere, in dem Fall Afrikanerinnen und Afrikaner, dann noch viel, viel härter treffen muss. Also diese Selbstverständlichkeit, dass wir uns die Katastrophe bei uns, unser eigenes Versagen nicht vorstellen können, aber das Versagen von anderen selbstverständlich annehmen, das ist ein Nachwirken einer kolonialen oder postkolonialen Denkstruktur, die sehr viel über uns selber aussagt und gleichzeitig eben, wie wir andere sehen. Und ich glaube, all das sind sozusagen Hinweise darauf, dass wir da noch sehr, sehr viel zu tun haben, jenseits von Denkmälern, die gestürzt werden müssen und Straßen, die umbenannt werden müssen, in diese Denkstrukturen sagen, reinzukommen und das zu reflektieren, mit welchen Selbstverständlichkeiten wir über andere reden und über uns selber denken und wie sehr eben der Kolonialismus da eine Ursache für ist. Ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass das nicht nur aktuell diskutiert wird, sondern tatsächlich eben zu einem Umdenken führt. Und ich glaube, dass diese ganze Debatte über Corona anderswo, sei es jetzt irgendwie Afrika oder Indien oder Südamerika, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie diese kolonialen Denkstrukturen sich festgesetzt haben und durch tägliche Praktiken eben reproduziert werden. Gut, vielen Dank erstmal. Wir kommen jetzt zu dem letzten Teil unseres Gesprächs.
Wie schon angekündigt, haben Sie ja Fragen gestellt und der Herr Zwengel von der Böll-Stiftung hat die entgegengenommen. Und falls nicht Ihre Frage wortwörtlich kommt, dann bitte ich das jetzt schon zu entschuldigen, weil wir möglicherweise Fragen zusammenfassen, je nachdem, wie viele es gibt. Und nicht, dass Sie also traurig sind, falls wir das gemacht haben. Dann geht das nicht gegen die Frage, sondern um Themen zusammenzufassen und vielleicht etwa die Debatte etwas flüssiger zu machen. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, die ich natürlich hier oft von dem Monitor vorlesen kann. Wie sind denn die Reaktionen in der Bevölkerung auf die Corona-Maßnahmen in den verschiedenen Ländern bisher ausgefallen? Ich kann nur sagen, sehr unterschiedlich. Und unser Korrespondent Johannes Dietrich hat gesagt, dass eine Beobachtung hat er gemacht, er hat gesagt, dass zumindest in Südafrika das Vertrauen in die Regierung stark gelitten hat. Und das ist ja ein ganz wichtiger Moment, aber wie würden Sie diese Frage beantworten? Ich würde erst noch mal betonen, welches Tableau an unterschiedlichen Maßnahmen überhaupt ergriffen wurde, weil je nachdem eben kann man natürlich annehmen, dass die Reaktionen und überhaupt die Betroffenheit der Bevölkerung eben sehr, sehr unterschiedlich war. Also es gab ja tatsächlich Regierungen, die sehr, sehr schnell komplette Lockdowns entschieden haben, also auch eben Ausgangssperren über den Tag hinweg, die Märkte geschlossen haben, die vor allen Dingen religiöse Versammlungen geschlossen haben oder verboten haben. Andere Staaten, Sie hatten eingangs Tansania erwähnt, der tansanische Präsident Magufuli hat tatsächlich deklariert, dass das Virus vor Jesus Christus Halt machen wird und dass sozusagen gerade religiöse Versammlungen notwendig sind. Und deswegen eben keinerlei solche drastischen Maßnahmen ergriffen. Gleichzeitig hat der Großteil der afrikanischen Staaten die Grenzen geschlossen, für internationalen Flugverkehr, aber eben auch für den Austausch von Waren und Dienstleistungen und Menschen innerhalb der jeweiligen Subregionen. Das hat natürlich irgendwie massive Konsequenzen für die konkreten ökonomischen Folgen. Aussichten eben für viele gesellschaftliche Gruppen gehabt. Das heißt, also haben wir tatsächlich eben in vielen Ländern einen Anstieg auch an Protesten gesehen, auch einen Anstieg an Protesten, die man unmittelbar auf diese Maßnahmen eben zurückführen kann, also die explizit sagen, organisiert wurden. Gleichzeitig gibt es auch andere Beispiele, also in Burkina Faso zum Beispiel, wo ich ja eingangs gesagt habe, dass wir aktuell forschen, war es so, dass zum Beispiel religiöse Akteure diese drastischen Maßnahmen, die die Regierung verkündet hat, sehr, sehr positiv aufgenommen haben und eigentlich eben dazu also mitgeholfen haben, um gesellschaftliche Akzeptanz für diese Maßnahmen herzustellen. Auf der anderen Seite ist es klar, dass wir über Gesellschaften reden, in denen sehr, sehr viele Menschen im informellen Sektor arbeiten. Das heißt, sobald Märkte geschlossen sind, sobald Händlerinnen und Händler nicht mehr auf der Straße ihren ökonomischen Tätigkeiten nachgehen können, dass sie das sozusagen nicht lange aushalten. Und deswegen gab es eben in sehr, sehr vielen Ländern auch Proteste. Und sind eben die Regierungen gezwungen worden, also viele Regierungen eben jetzt sukzessive die Maßnahmen wieder zurückzufahren und Öffnungen jetzt anzufangen, wo eigentlich eben die Fallzahlen zum Teil anfangen zu steigen. Gut. Und man kann natürlich auch sagen, dass man muss natürlich auch den Verlauf sehen. Also in Südafrika, ich hatte gesagt, da sei das Vertrauen so geschwunden. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war es am Anfang sogar sehr groß. Man hat der südafrikanische Regierungschef Ramaphosa, da stiegen die Umfragewerte, weil er sehr schnell erkannt hat, dass er handeln muss. Er hat sehr schnell gehandelt. Das Vertrauen sank dann, als er doch relativ rigide vorgegangen ist oder
Sicherheitskräfte, wie man so schon sagt, rigide vorgehen hat lassen. Also man muss dann auch noch auf der Zeitebene natürlich gucken, über welche Phase wir sprechen. Auch wir hatten ja in Europa oder in Deutschland verschiedene Phasen, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, sondern die nächste Frage stellen. Wie kommen die Subventionen für die zentral verkaufte Medizin zustande? Durch innerafrikanische Organisationen oder durch Mittel anderer Staaten? Dazu muss ich noch einmal betonen, dass es aktuell nicht darum geht, Medizin zu kaufen und über diese Plattform zu verkaufen, sondern medizinisches Material, also eben Schutzmasken, Schutzbekleidung, Testkits etc. Ob das auch ausgeweitet werden soll zu tatsächlicher Medikation, das weiß ich aktuell nicht, aber das ist sozusagen das, was angeboten wird. Das wird gekauft über, also ist einerseits finanziert oder mitfinanziert von einer ägyptischen Bank, die das Ganze sozusagen, die den ganzen Transfer organisiert. Gleichzeitig sollen auch Mittel aus dem erwähnten Fonds, den die Afrikanische Union eingerichtet hat, genutzt werden, um eben diese Mittel zu kaufen, also um dieses Equipment zu kaufen und das dann subventioniert an Mitgliedstaaten abzugeben. Das heißt, dieser Fonds wiederum speist sich aus allen möglichen Quellen. Das Hauptziel sind tatsächlich eben internationale Geldgeber, was sowohl internationale philanthropische Organisationen sein könnten, als auch eben Entwicklungsbanken oder staatliche Entwicklungsgelder. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Zusagen schon von afrikanischen Mitgliedstaaten, die in diesen Fonds eingezahlt haben oder die es zumindest angekündigt haben, in diesen Fonds einzuzahlen. Das heißt, es ist sozusagen eine Mischung an Geld, aber vermutlich wird am Ende der Großteil eben tatsächlich versucht, von internationalen privaten und staatlichen Quellen zu akquirieren. Die nächste Frage, genau. Gut, dann die nächste Frage. Was kann die EU von der AU lernen im Kontext der Pandemie und im Kontext auf den Impuls Rückzug in nationalstaatliche Organisationen versus überstaatliche Zusammenarbeit? Sie hatten, glaube ich, vorhin gesagt, dass diese Organisationen ja nicht so ganz vergleichbar sind und das stimmt natürlich, also es ist sehr, auch das wäre irgendwie vermessen, sagen, davon von einem sofort auf den anderen zu schließen und die Situation ist offensichtlich für viele afrikanische Länder eine andere als für viele europäische und auch das ist möglicherweise eben eine Begründung dafür, warum die AU schnell eine bestimmte Rolle gespielt hat und die Europäische Union nicht. Trotzdem glaube ich, dass in dieser Frage sehr viel Gutes steckt und dass es wichtig ist, sich irgendwie darüber Gedanken zu machen, wie Lernen so rum funktionieren könnte. Wir reden sehr, sehr viel über Lernen andersrum, was die AU von der EU lernen könnte oder sollte. Umso wichtiger finde ich es eben, diese Situation auszunutzen, um genau über diese Frage nachzudenken. Ich glaube, es ist auf drei verschiedenen Ebenen, könnte man sagen, Lernen anregen. Einmal tatsächlich, was ich vorhin ausgeführt habe, dass die Afrikanische Union in dieser Situation ein Beispiel für internationale Solidarität war, was ansonsten auf dem gesamten Globus eigentlich so nicht zu finden war. Und damit meine ich tatsächlich die sehr schnelle Erkenntnis, dass es sich hier um überstaatliche, transnationale Probleme handelt und die eben tatsächlich gemeinsame Antworten brauchen. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist für die afrikanischen Staaten auch wesentlich akuter, weil sie eben nationalstaatliche Strukturen haben, die wesentlich schwächer sind als das, eben europäische Staaten haben. Da mag was dran liegen an dieser Unterscheidung. Trotzdem haben wir ja in Europa auch dramatische Szenen gesehen und wir haben auch Mitgliedstaaten gesehen, die enorm an ihre Grenzen gestoßen sind und das eben nicht nur in dem medizinischen Bereich, sondern in Zukunft eben vermutlich auch noch in anderen Bereichen. Also das Szenario sagen von
hier komplett gut funktionierende nationalstaatlichen Strukturen, die sich globalen Phänomenen und Problemen alleine stellen können, versus sagen afrikanischen Staaten, die das überhaupt nicht können, das trägt so nicht. Also diese Begründung, sagen, warum Europa deswegen unsolidarisch sein kann und sich leisten kann, unsolidarisch zu sein, glaube ich, sollte man so nicht stehen lassen. Deswegen denke ich, ist dieses Beispiel eben für tatsächlich effektive Solidarität etwas, was wir in Europa wiederentdecken und verteidigen sollten und was die EU oder all diejenigen, die das innerhalb der EU tun möchten, in dem Fall tatsächlich exemplarisch lernen könnten. Als Fußnote muss ich dazu natürlich auch hinzufügen, dass auch innerhalb der Afrikanischen Union nicht alle 55 Mitgliedstaaten da eine Linie gefahren sind. Trotzdem ist es gelungen, selbst gegen Widerstände und gegen unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten eben eine effektive Politik durchzusetzen. Und das ist am Ende das, was eben zählt. Und genau, das ist sozusagen die erste Ebene. Das zweite ist, dass es ja Beziehungen zwischen der EU und der Afrikanischen Union gibt, beziehungsweise die EU weigert sich in manchen Teilen, die Beziehungen zwischen den Institutionen zu sehen, sondern sagt, sie redet über EU-Afrika-Beziehungen. Und auch dafür, glaube ich, ist es wichtig, diese Erfahrungen jetzt zu nutzen, um da tatsächlich das umzusetzen, was die Europäische Union schon lange proklamiert, nämlich ein Begegnen eben auf Augenhöhe, auf Partnerschaft. Das heißt, Solidarität nicht nur innerhalb der EU wieder zu beleben, sondern Solidarität tatsächlich mit den afrikanischen Staaten. Aktuell im März wurde die neue EU-Afrika-Strategie aufgelegt. Im Herbst wird vermutlich, in welcher Form auch immer, der große Gipfel stattfinden. Das wird also ein wichtiger Moment sein, um das zu zeigen und eben zu beweisen, dass tatsächlich hier eben Solidarität und nicht hierarchisierte Beziehungen der Maßstab sind. Und gleichzeitig, ich hatte es mehrfach betont, die Krise internationaler Institutionen weltweit oder eben globaler Institutionen. Ja, auch dafür glaube ich, auch das kann die EU in dem Fall lernen, dass sie auf afrikanische Staaten zur Verteidigung dieser globalen Ordnung beziehungsweise zur Reform, aber Aufrechterhaltung globaler Ordnung, globaler Institutionen zählen kann. Und dass sie sich deswegen aber auch viel stärker eben den Belangen afrikanischer Staaten in diesem globalen System einsetzen sollte und sagen, ihre Interessen da mit vertreten sollte. Ich glaube, das sind sozusagen die drei Ebenen, auf denen die Europäische Union in Zukunft dieses Beispiel sozusagen von Solidarität viel stärker eben umsetzen müsste. Ja, da ist noch viel Arbeit, warte noch viel Arbeit, damit das sich erfüllt. So, die nächste Frage. Kennen Sie die Corona-Situation in Äthiopien? Eine Frau mit 2 Grundschulkindern soll nach abgelehntem Asylantrag dorthin abgeschoben werden. Eines der Kinder hat einen Immundefekt mit erhöhter Infektanfälligkeit. Sollte dies verhindert werden? Also das sind 2 sehr unterschiedliche Fragen. Die aktuelle Corona-Situation in Äthiopien kenne ich zumindest nicht so gut, dass ich wüsste, wie sie für aktuelle Asylanträge bewertet wird. Aber das würde sich ja auch leicht in Erfahrung bringen lassen. Ich denke, in dem Fall, also dass es wahrscheinlich hilfreich ist, sich an den Hessischen Flüchtlingsrat zu wenden, die mit sehr, sehr viel Expertise solche Fälle bearbeiten und tatsächlich in dem Fall mit Sicherheit auch dazu beitragen können, die Situation in Äthiopien so erforschbar zu machen und darzustellen, dass klar wird, wie man das einschätzen muss. Gut. Dann noch eine Frage, und zwar, warum definiert die WHO Afrika, wie Sie sagen, anders? Also wie es dazu kommt, weiß ich selber nicht genau. Es ist so, dass die WHO sich sozusagen den
Globus eben in verschiedene Regionen aufgeteilt hat. Und es gibt eben die WHO-Afrika-Region, die bestimmte Staaten, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union sind, ausschließt. Man könnte, also ich habe davor tatsächlich zugegebenermaßen immer gedacht, dass diese Aufteilung in Subsahara-Afrika und Nordafrika ist, was ja auch in verschiedenen anderen Bereichen, sagen wir, der Unterschied ist, der gemacht wird. Die WHO teilt aber Staaten im nordöstlichen Afrika, also Sudan, Djibouti zum Beispiel und Ägypten zum Beispiel, zählen eben nicht zu der Afrika-Region. Das ist deswegen sagen, ein anderes Afrika. Aber da, wenn die WHO über Afrika spricht, spricht sie eben über Zahlen, die sie über ihr Afrika-Büro hat. Und das wäre dann eins, was eben diese Staaten ausschließt. So, die vorletzte Frage. Welche Konsequenzen werden sich für Afrika aus der sich abzeichnenden globalen Rezession ergeben? Wenn man es wüsste. Ja, schon wieder so ein Szenario, was ich ja heute schon mehrfach betont habe, was meine Lieblingsbeschäftigung ist. Ja, wie gesagt, also die globale, es gibt sagen verschiedene Gründe, weshalb wir davon ausgehen können, dass es negative ökonomische Entwicklungen für afrikanische Länder gibt, selbst wenn sich dort eben die Gesundheitssituation gar nicht mehr verändern würde. Und das sehen wir eben einmal in dem Ausbleiben von Einkommen aus dem Export von Rohstoffen. Öl hatte ich genannt, aber eben auch einige andere Rohstoffe. Das Sinken der Nachfrage an an anderen Produkten, die exportiert werden, das könnten wir, also kann man auch annehmen, dass es eine globale Rezession auch zum Beispiel den Kauf von kenianischen oder äthiopischen Blumen in Europa reduziert. Auch das hat unmittelbare Auswirkungen. Und das andere ist natürlich einfach, dass sämtliche Investitionen in unsere Produktion hier andere Exporte aus afrikanischen Ländern eben reduzieren wird. Und das hat sowohl Auswirkungen auf den Haushalt von afrikanischen Staaten als auch dann eben auf die Möglichkeit in die Abfederung der negativen Auswirkungen der aktuellen Situation zu investieren. Also und eben noch zusätzlich sagen, in zukünftige Bereiche zu investieren, um die Wirtschaft überhaupt wieder anzukurbeln. Kommen wir zur letzten Frage, die tatsächlich sogar zwei Fragen sind. Ich lese jetzt erstmal die erste vor. Gibt es eine verstärkte Identifikation mit der AU auf dem afrikanischen Kontinent infolge der guten Zusammenarbeit während der Pandemie? Diese Frage würde ich gerne selber beantworten können. Ich selber beschäftige mich tatsächlich oder forsche eben zu gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Reaktionen auf diese Organisationen, also wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen in verschiedenen Ländern die Organisationen und ihre Politiken wahrnehmen, welche Erwartungen an diese Organisationen gestellt werden, etc. Das heißt also, das ist tatsächlich eine Frage, die ich persönlich auch habe, auf die ich bisher so noch keine Antwort habe, also keine irgendwie wissenschaftlich abgesicherte durch Umfragen oder Interviews oder ähnliches. Generell ist es so, dass nach wie vor die Afrikanische Union in vielen Gesellschaften entweder unbekannt ist oder eben als eine distanzierte, also weit weg existierende Organisation wahrgenommen wird, sehr, sehr stark eben wahrgenommen wird als eine Organisation, die sich vor allen Dingen um die Belange von Staatschefs und Regierungen kümmern und wenig eben um die Menschen. Insofern ist, glaube ich, diese aktuelle Situation tatsächlich eine Chance, vielleicht auch eine Gefahr, aber vor allen Dingen eben eine Chance, dass die Afrikanische Union genau das zeigt, dass sie sich für die Belange der Menschen einsetzt, eventuell eben auch gegen Regierungen, also wenn es zum Beispiel darum geht, repressive staatliche Maßnahmen zu verurteilen, die absolut nicht mit den Normen der Afrikanischen Union im Einklang stehen.
Insofern wäre zu hoffen tatsächlich, dass diese aktuelle Situation dazu führt, dass die Afrikanische Union bekannter wird durch diese ganzen Maßnahmen, dass sie sichtbarer wird in den Mitgliedstaaten als ein Akteur, der in dem Fall im Gesundheitsbereich, aber eben auch im sozioökonomischen oder politischen Bereich eben aktiv ist und als ein Akteur, der sich eben für eine bessere Situation der Menschen einsetzt. Wir sehen aktuell, dass es innerhalb der Afrikanischen Union dafür ein größeres Bewusstsein gibt, zumindest innerhalb des genannten Africa CDC. Es gab eine neue Studie, die durchgeführt wurde, also auf Grundlage von Umfragen in afrikanischen Ländern, in denen abgefragt wurde, was die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure eben wissen über Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, nicht nur von der Afrikanischen Union, sondern tatsächlich von Regierungsseite auch und eben wie sie damit umgehen. Also das wäre auch wieder der Link zu der Frage zuvor, welche gesellschaftlichen Reaktionen es eben auf die Maßnahmen gab. Und dass es überhaupt diese Studie gibt und jetzt einen viel stärkeren Aufruf an die Regierung, sich eben um diese Belange zu kümmern. Also die aktuellen Maßnahmen immer im Spiegel der gesellschaftlichen Konsequenzen und der Reaktionen darauf zu sehen, das ist schon ein massiver Fortschritt sozusagen, also dass sich die Afrikanische Union explizit, dass sie explizit ihre Regierung oder ihre Mitgliedstaaten, die Regierung ihrer Mitgliedstaaten aufruft dazu, ihre Bevölkerung ernst zu nehmen oder zumindest ernst herzunehmen, wäre etwas, wo man sich dann wünschen würde, dass das sozusagen in den Gesellschaften auch gehört wird und Anklang findet und eben zu einer positiveren Identifikation mit der EU beiträgt. Ob das so ist, genau, müssen wir vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal bereden. Ich werde mich auf jeden Fall weiter damit beschäftigen und hoffentlich dann eine auch wissenschaftlich fundiertere Antwort auf diese Frage haben. Gut, dann wie schon angekündigt, jetzt die absolut letzte Frage. Wird Afrika oder die AU, also die Afrikanische Union, politisch geschlossener aus der Corona-Krise hervorgehen? Ich denke, dass sie jetzt schon politisch geschlossener ist in vielen Fragen, als sie es noch davor war. Und dass natürlich vieles davon abhängt, auch wie die Situation jetzt insgesamt weitergeht, also wie Unterschiede zwischen den afrikanischen Staaten sich weiter eventuell verstärken, ob es als Folge dessen eben zu großen Interessenskonflikten zwischen Mitgliedstaaten kommt, hinsichtlich unterschiedlicher Strategien auf die Situation einzugehen. Das sehen wir tatsächlich zum Beispiel in Ostafrika zwischen Uganda, Kenia und Tansania, die sehr, sehr unterschiedliche Strategien bisher gefahren haben in Reaktion auf die Krise und in den Spannungen zwischen den Staaten eigentlich zugenommen haben, aufgrund eben sehr unterschiedlicher Maßnahmen, die getroffen wurden und der Tatsache, dass sie am Ende eben alle davon betroffen waren, dass es Waren- und Personenaustausch zwischen diesen Ländern gibt und damit möglicherweise eben, wenn der eine die Maßnahmen nicht ergreift, der andere von den Fehlern des einen eben selber betroffen ist. Insofern könnte das, also kann eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung immer noch dazu führen, dass es auch neue Konfliktpotenziale zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Auf der anderen Seite sehen wir eben jetzt das, was ich vorhin erwähnt habe, die sehr, sehr geschlossene Position hinsichtlich des Schuldenerlasses und das sehr, sehr vehemente Auftreten. Da sehen wir eine große Geschlossenheit. Spannende Fragen werden auf jeden Fall sein, ob es eine ähnliche Geschlossenheit hinsichtlich demokratischer Prinzipien gibt. Da sehen wir es aktuell in Westafrika innerhalb der ECOWAS, also der subregionalen Organisation, nicht. Dass das sozusagen dazu beiträgt, dass es hier eine klare Verteidigung von sagen, demokratischen Grundwerten gibt. Insgesamt denke ich schon, dass diese Erfahrungen und auch die Institutionen, die jetzt durch diese unmittelbaren Reaktionen auf die Krise gestärkt wurden, dass die auch langfristig eben erhalten bleiben dass es immer stärker auch eine Bewusstwerdung eben darüber gibt, welche Besonderheit
die der afrikanischen Reaktionen im Gegensatz eben zu anderen Reaktionen und eben die Funktion der Afrikanischen Union im Gegensatz zu anderen Organisationen in dieser Krise bedeutet haben. Also das ist sozusagen eine starke Besinnung eben darauf, auf die eigenen Erfolge eben gibt. Und das, denke ich, wird nachhaltig auch den Zusammenhalt eben stärken. Gut. Dann haben wir jetzt, glaube ich, keine Fragen mehr und wir kommen einfach zum Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Witt, für diese kenntnisreichen Antworten und auch sehr erhellenden Antworten. Vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich nochmal bei den Kooperationspartnern, wie das dann offiziell heißt. Also bei der Heinrich-Böll-Stiftung natürlich. Ich winke hier in den Saal, weil hier zwei Vertreterinnen der Heinrich-Böll-Sitzung sitzen. Deshalb, Sie sehen sie vielleicht nicht, deshalb vielleicht ein bisschen ein Winken sozusagen. Ich bedanke mich stellvertretend nicht nur bei Frau Witt, sondern auch bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Bei den helfenden Händen, ich hatte die Techniker bereits anfangs erwähnt, vielleicht haben Sie ja aber nicht später eingeschaltet, dann will ich auch das gerne nochmal tun. Und bei vielen, die es überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir hier so entspannt reden können. Ich hoffe, Sie haben genauso viel gelernt wie ich. Mein Name ist Andreas Schwarzkopf, ich bin von der Frankfurter Rundschau. Und bevor ich Sie jetzt endgültig entlasse, noch ein Hinweis: Wenn Sie fanden, dass das heute ganz informativ war, könnten Sie vielleicht nächsten Dienstag auch nochmal einschalten, selber Ort, vielleicht für Sie nicht so wichtig, aber selbe Zeit, 19 Uhr. Es geht dann um Corona und die Einschränkung bürgerlicher Freiheiten. Ein Kollege von Frau Witt wird mit mir hier sitzen, der Jonas Wolf, mit dem ich auch schon die eine oder andere Podiumsdiskussion hatte. Und die zweite kommende Veranstaltung im Zusammenhang mit dieser Kooperation ist am 28. Juli. Oh Gott, das ist ja noch so weit, plane ich ja gar nicht. Aber gut, auch der Hinweis gerne von mir: Sündenböcke und Verschwörungstheorien spaltet Corona die Gesellschaft. Am 28. Juli mit der Chefin von Ihnen wiederum, Frau Nicole Deidelhoff, verspricht sehr spannend zu werden und sehr umfangreich. So, jetzt haben wir alles gemacht. Ich habe mich bedankt. Ich habe nochmal erwähnt, ich habe auf die Veranstaltung, auf die kommenden Veranstaltungen hingewiesen. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen an dem Bildschirm einen schönen Abend zu wünschen.